Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Heavy Rain. In der letzten Episode haben wir als Ethan die nächste Aufgabe bestreiten müssen. Die lautete, dass wir uns ein Fingerglied abschneiden mussten vor laufender Kamera. Und jetzt schlüpfen wir wieder in die Rolle von Madison. Wird sie uns wieder helfen? Positiv, Lieutenant. Sind in Position. Perfekt. Keiner rührt sich, bis ich den Befehl gebe. Klar? Wir krallen ihn uns, sobald er rauskommt. Okay, Lieutenant. Zum Glück hat die Streife den Wagen gesehen. Was macht er da drin? Wer weiß? Sie sind hier der Profiler. Sitzen direkt im Hirn des Mörders. Das ist es ja. Was ich von Ethan Mars weiß, passt überhaupt nicht ins Profil des Killers. Die Geschworenen verlassen sich eher auf Beweise als auf ihre Theorien. Verdammt, was macht die Kleine da? Wenn Mars rauskommt, wird's gefährlich für sie. Und jetzt? Soll sie raus? Nein, zurückbleiben. Oh Gott, ich glaube, dass Madison uns wieder mal retten kann. Die Polizei weiß genau, wo wir sind. Sie haben spitz bekommen, wo die Prüfung stattfindet, beziehungsweise sie haben unser Auto einfach gesehen davor. So, Madison. Jetzt keine Aufmerksamkeit erregen. Ich denke mal, vorne rein können wir es direkt vergessen, oder? Wir gehen am besten direkt hinten rein. Geht nicht. Okay, dann gehen wir doch vorne rein. Sie geht rein. Vielleicht wohnt sie da. Ja, auf jeden Fall. Das ist voll die schicke Bude. Ethan, was ist los? Die Polizei, da draußen. Ich glaube, die wollen sie verhaften. Wir müssen woanders raus. Scheiße. Was macht der bloß da drin? Na? Auf meinen Befehl geht's los. Wir müssen sofort hier raus. Die Cops tauchen jede Sekunde hier auf. Okay, ich sollte wirklich mich beeilen. Suchen wir den Flur ab. Es muss einen anderen Ausgang geben. Die sind noch da. Wir müssen... Okay, das ist die Vorderausgang. Nee, die Vordertür. Mir muss etwas einfallen. Und zwar ganz schnell. Da geht es nicht raus. Okay, hochgehen muss ich also nicht. Was ist da mit oben mit dem Fenster? Das sieht aber vergittert aus. Es geht ihm wirklich schlecht. Was ist passiert? Hier. Komm schon, Madison. Komisch, dass die Polizei so lange da vor der Tür sitzen bleibt. Wenn die denkt, dass Ethan der Killer ist, ist Madison noch in Gefahr. Das scheint sie nicht wirklich zu interessieren. Komm, Ethan. Hä, was muss ich denn tun? Die Controller nach oben oder nicht? Ah, okay. Scheiße. Es ist zu hoch. Ja, hol dir eine Kiste oder sowas, Madison. Die Kiste. Wenn ich sie zum Fenster kriege, könnte ich mich hochziehen. Die schwerste Kiste in dem ganzen Profil. Nicht, dass sie sich irgendwas Leichtes nimmt. Nein. Ich nehme die Stahlkiste, die mit Werkzeug gefüllt ist und jetzt 200 Kilo wiegt. Hier, kommt nicht in Frage. Ich komme mit Ihnen. Zwei Männer an die Tür. Position halten. Zugriff. So, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Ach, komm schon, Madison. Ist das dein Ernst? Ach, da ist Ethan ja. Ethan, sag mal, wenn du hier stehen kannst alleine, dann hättest du uns auch helfen können. Ich dachte, dir geht's nicht gut. Siehst noch ziemlich fit aus. Oh, das wird nicht angenehm für ihn, wenn er runterfällt auf der anderen Seite. Wow, wir haben einen Vorsprung von ungefähr 3 Sekunden und haben einen verletzten Ethan dabei, der ungefähr so schnell ist wie eine Schnecke. Hey, stehen bleiben! Ich schieße! Beeilung! Schnell! Ich kann nicht. Hände hoch! Scheiße!
Lieutenant? Ein Mann und eine Frau kommen aus der Gasse. Frau? Scheiße! Wo steht denn mein Motorrad? Alle Mann runter! In die Gasse! Hinterher! Oh Gott, über die... Ah, okay, in die U-Bahn. Die U-Bahn. Komm schon. Schneller. Ethan, du drückst mich hier in die falsche Richtung. Wir haben die Cops am Arsch. Keine Chance. Der U-Bahn-Eingang auf der anderen Straßenseite. Unsere einzige Chance. Ja, wir haben es geschafft. Zumindest in den Eingang. Was ist jetzt? Wir sind doch noch nicht geflohen. Oder doch? Oh Gott, Menschen. Ethan, Madison ist bei dir. Du brauchst keine Angst Ethan, zu haben. Was ist los? Wir müssen weiter. Ethan, Ethan, sie kommen. Oh Gott. Ich muss da durch. Lass mich durch, du komischer Schnösel. Wie komme ich da nicht durch, oder? Oh oh. Wo muss ich denn hin? Hier. Ich habe Tickets? Wow, wo habe ich denn das Ticket her? Alter, die Menschen sind so nett hier in dieser Stadt. Klasse, ich hab die Bahn verpasst. Muss ich da runter? Ist das eine gute Idee? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Oh Gott, da hinten kommt die Bahn. Ethan! Komm schon, Ethan. Oh. Das ist unsere einzige Chance, Ethan. Wir müssen in die Bahn. Ja, lauf doch. Erzähl doch nicht. Oh Gott. Die Oma. Oh, wie sie alle da stehen, wie die Zombies. Vor allem die Oma mit dem Hut hatte ihre Zwillingsschwester noch mit. Wow, wie gruselig. Wir sind wieder Ethan. Vor rund einer Stunde erklärte die Polizei, dass der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert wurde. Ethan Mars, Vater des entführten Sean Mars, ist flüchtig, vermutlich bewaffnet und gilt als gefährlich. Die Polizeifahndung läuft. Man hofft bald die Festnahme dieses Psychopathen bekannt zu geben. Ja. That escalated quickly, würde ich mal sagen. Jetzt sind wir auf einmal der Killer und staatsweit gesucht. Hier ist was zu essen. Ich habe einfach mal ein bisschen was mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay. Warum helfen Sie mir, Madison? Sie kennen mich überhaupt nicht. Sie könnten tot sein. Ich weiß nicht, ich dachte in dem Moment einfach, ich tue das Richtige. Sie brauchten Hilfe, ich habe geholfen. Sie sind überall in den Nachrichten. Jeder Cop im Land sucht Sie, Ethan. Sie nennen Sie den Origami-Killer. Stimmt das? Sind Sie der Killer, Ethan? Das Lustige ist, er weiß es nicht mal. Ich vertraue mich ihr mal an. Ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit. Ich glaube, man kann Madison trauen. Obwohl, nachher ist sie vielleicht der Killer. Wer sagt, dass sie nicht der Killer ist? Das könnte ja auch sein. Dass es alles gar kein Zufall ist. Dass sie uns beschattet. Ich habe manchmal diese Blackouts. Gott, das könnte sein. Dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich tue. Als ob ich eine vollkommen andere Person bin. Ich erinnere mich hinterher nur an
Leichen. Die Leichen im Wasser. Weshalb waren Sie in dem Apartment? Warum sind Sie verletzt? Ich glaube, mein zweites Ich testet mich, meine Liebe zu Sean. Es will wissen, ob ich Sean genug liebe, um ihn zu retten. Das heißt, da ist ein Teil von mir, der weiß, wo Sean ist. Aber ich kann ihn nur über diese Prüfungen finden. Warum gehen Sie damit? Er denkt selber, dass er der Killer ist. Und sag Ihnen was. Ich bin ein Irrer, ertränke Menschen und habe meinen eigenen Sohn entführt? Die sperren mich ein, aber ich muss doch Sean retten. Ich habe keine Wahl. Er hat doch nur mich. Wenn Sean in Sicherheit ist, stelle ich mich. Aber nicht früher. Sie halten das nicht durch. Sie machen sich kaputt, Ethan. Sean zu finden, ist das Einzige, was zählt. Es gibt sicher einen anderen Weg. Sie verstehen einfach nicht, die Zeit läuft. Sean stirbt in ein paar Stunden, ich habe keine Wahl. Bitte, Madison, gehen Sie. Vergessen Sie einfach alles, was Sie gesehen haben. Sie können mir nicht helfen. Wenn Sie mir helfen wollen, gehen Sie. Ich muss es alleine durchziehen. Wieso? Wieso nimmt er ihre Hilfe nicht? Andererseits, vielleicht ist sie der Killer. Denkt mal drüber nach, Leute. Wieso sollte eine Frau nicht der Killer sein? Klar, das Täterprofil ist, soweit wir wissen, männlich, aber sie taucht in komischen Situationen auf. Auch sie hat irgendwelche psychischen Probleme, wovon wir wissen. Ist nicht ganz stabil. Wieso sollte nicht sie der Killer sein? Wir haben eigentlich genug Hinweise, oder? Roosevelt, irgendwas, 852, brauchen wir noch weitere? Müssen wir noch weitere Spielchen des Killers mitmachen? Für mich wäre es mal an der Zeit, Google Maps anzuschmeißen und zu schauen, welche Roosevelt-Sachen es denn gibt. Welche Straßen dort in Frage kommen würden. Es kann ja nicht so viel sein bei Roosevelt. Gibt's ja wahrscheinlich nur ein paar hundert Straßen. Hat er sich eigentlich den Finger inzwischen mal verarztet? Ja. Aber da ist noch ein Finger dran, oder? Okay, er hat ja nur die Fingerkuppe abgeschnitten vorne. Erstmal pinkeln, das ist immer gut. Nur das Händewaschen ist mit Verband immer so doof. So, abspülen und Hände waschen. Oh Gott, er hätte sich erstmal die Hände waschen sollen. schön ins Gesicht. So mag ich das. Da steht da drauf, der Ethan. Ethan, wie soll's weitergehen? Der Karton. Ich muss noch eine Origami-Figur öffnen. Müssen wir das? Ich habe keine Zeit. Ich muss meinen Sohn finden, bevor es zu spät ist. Ich finde dich, Sean. Ich schwöre, ich finde dich. Ich finde, es ist nicht an der Zeit, zum Karton zu gehen. Ich finde, es ist an der Zeit, Google Maps anzuschmeißen. Der Kühlschrank ist immer noch leer. Verdammt. Dieses scheiß Hotel, hier wird nicht mal die Minibar aufgefüllt, wenn man weg ist. Der nächste Hinweis. Brauchen wir den wirklich? Wir wissen doch, Roosevelt, Mensch. Sind Sie bereit zu töten, um Ihren Sohn zu retten? Brent Silver, 6784 Longway Road, Lexington. Erledigen Sie ihn, schicken Sie ein Bild, holen Sie sich Ihre Belohnung. Nein, also ich werde definitiv niemanden töten, um meinen Sohn zu retten. Zumindest nicht, wenn ich die Wahl habe, also... Nein, das werde ich nicht tun.
Selbstverstümmelung ist auch schon so an der Grenze des Normalen, aber nein, wir werden auf jeden Fall niemanden töten. Wir wissen auch gar nicht, wer derjenige überhaupt ist. Ich werde bestimmt nicht für den Killer irgendjemanden aus dem Weg räumen. Jaden. Okay, Klavier spielen kann er auch. Nein! Aber ich nicht. Ich bin zu dumm, Tasten zu drücken. Wo ist er da überhaupt? Wahrscheinlich ist er gar nicht in diesem Raum, oder? Den wir gerade sehen. Oder doch? Danke. Sie wirken ein wenig besorgt, wenn ich das so sagen darf. Haben Sie Probleme mit dem Fall? Blake ist sicher, dass Mars der Killer ist. Sie nicht? Ich dachte, es gäbe dafür einiges an Beweisen. Das stimmt. Aber es macht keinen Sinn. Sein psychologisches Profil passt nicht. Genauso wenig wie sein Geoprofil. Dieser Mann ermordet nicht 8 Kinder und entführt dann seinen eigenen Sohn. Mars ist nicht der Origami-Killer. Da wette ich drauf. Und wer dann? Ich habe keinen blassen Schimmer. Sie könnten doch noch mal in aller Ruhe Ihre Hinweise durchgehen. Genau das hatte ich gerade vor. Gute Idee, dass uns der Kellner darauf bringen muss. Da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Ich gebe mir Mühe, aber es ist schwer. Und es wird jeden Tag schwerer. Es bringt Sie um, wenn Sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Von was spricht er? Diese Drogen, die Jaden zu sich nimmt, eventuell? Dieses Triptin oder wie es heißt? Das nimmt er wahrscheinlich, weil er zu viel seine Brille auf hat. Okay, Leute, wir sind wieder in den Ermittlungen. Das werden wir in der nächsten Episode aber machen. Mal schauen, ob wir weitere Hinweise finden. Ich vermute ja, dass Norman Jaden die einzige Chance ist, Ethan zu retten. Vor sich selbst vielleicht sogar oder vor der Polizei, ich weiß es noch nicht genau, aber ich glaube, dass Norman der Schlüssel ist. Zum Ende. Liebe Leute, das Ende ist noch nicht gekommen, aber das Ende von dieser Episode und deswegen hoffe ich, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, hier bei Heavy Rain. Bis dahin, ciao, ciao, euer Silent.